Oh, und die Mauer wird angegriffen. Mauerangriff ist nicht gut. Das heißt, die könnten dann doch hinter den Drills hinterher sein. Ja, Steinmauer wird zerstört, ist okay. Ich sehe nichts. Oh, ich sehe was. Bitte die billige Shotgun. Oh, oh. Was ist das? So, Berserker. Sah kurzfristig so anders aus als gewohnt. Also, als wenn es irgendwo ein neues Viech wäre, aber das, ich war nur so nah rangezoomt. Die bitte hinstellen und reparieren. Ding, ding, ding. Ich will keine angebrochenen Stacks davon im Inventar haben. Aber die sollten nicht hier hin. Die Tungs. Oh, hallo? Ja. Man merkt, dass die Combat-Shotgun nicht mehr so wirklich aktuell ist. Aber sie ist gut, um sowas wegzumachen. Genau, ich wollte den tollen Drill eigentlich bauen. Und noch ein Vierer Bleiplatten. Bitte beliefer mich mit... Oh, König. Bitte beliefer mich mit... Bleiplatten. Du bist ein echt doofer König, weißt du das? Also, danke für den Emerald und so Zeug, aber das war echt doof, was du da gerade gemacht hast. Gut. Ich könnte es hier fast offen lassen, hm? Aber nee. Nee, 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 nee. Ist so ein bisschen nervig, jedes Mal die Mauer einzureißen, wieder aufzubauen, aber sicher ist sicher. So, warum werdet ihr nicht abgeholt? Es ist eine Provider-Chest. Und hier oben irgendwo müsste eigentlich... Da... Ach so, es wird nicht genug angefordert. Das Ding will hier irgendwie immer nur 200 haben, ne? Ja, fordere mal ein bisschen mehr an. Von allem. Sollte hinhauen. 2, 4, 6, 8, 10. Das sind 40 Slots. 42, 44, 46, 48 Slots. Ja, das reicht auf jeden Fall. Könnten sogar noch höher gehen. So, mehr, mehr. 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 Ups. Na, nichts ändern. So. Was haben wir da Schönes? Ich hätte gerne dich, ich hätte gerne dich, ich hätte gerne dich. Dich sowieso und dich auch. Und die da wären auch ganz nett. Tin? Ja, Tin nehmen wir auch mit. Okay. Trotzdem will ich das Ding immer noch nicht bauen, weil ich keinen Stein habe. Und jetzt habe ich keinen anderen Stein. So, jetzt kann ich den Vierer bauen. Goodie. Wie schaut es aus mit den Akkus, mit den guten? Mau. Was ist da der Bottleneck? Ja, keine Ahnung. Du? 5 Weak Flux Kapazität. Ach so. Noch so ein Ding, was Weak Flux Kapazität braucht. Ja, das ist nicht gut. So, was ist dein Bottleneck? Draht. Anscheinend. Oh, stimmt. Ich hatte vor einer Viertelstunde oder so schon ein Problem wegen den Chips, ne? Worum ich mich eigentlich kümmern wollte. Also, wir haben viel Draht. 3600. Wir haben einigermaßen Kupferplatten. Eisen geht runter, aber ist okay. Wir haben 3200 Tinplatten. Schick. Aber ja, wir haben keine grünen Chips. Warum nicht? Weil Draht nicht schnell genug dahin geliefert wird. Warum nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich sehe... Oh, die Roboter sind wahrscheinlich ausgelastet. Ja, die Roboter sind ausgelastet. Ja. War vielleicht doch ein wenig zu früh mit dem ganzen Umstellen und so. Also, dass die Roboter jetzt auch das Erz tragen. Aber gut, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Gib mir bitte irgendwelche langsamen Roboter. So. Sollte schon reichen. Mach daraus schnelle Roboter. Und es fehlen blaue Chips. Oh, das ist nicht gut. Viel zu viele Mangelerscheinungen gerade für meinen Geschmack. Da, blaue Chips.
Warum kriege ich die nicht? Her damit. Her damit, her damit. Das sind ganz schön viele blaue Chips. Sehr schön. Aber ja, ist eine gute Frage, warum ich die nicht bekommen habe. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu schnell hin und her gewuselt, oder? Ja, wahrscheinlich. So, da hätten wir noch Eisenerz. Nö. Ja, und das Ding, was ich auch vor ein, zwei Folgen testen wollte, scheint soweit gut zu laufen. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Check mal ganz kurz den Steinvorrat da drin. Ich habe da so ein übles Gefühl. Ja. Du mach mal keinen Stein mehr. Sondern Eisen und Gold? Und Sand? Sprich da was gegen? Ich glaube nicht. Das andere Ding hat sich auch tierisch langsam gefüllt, nur mit Kram. Aber mach mal den hier. Shift rechts, Shift links. 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 Oh, da ist gar keiner. Die hatte ich, glaube ich, vorrätig. Erstmal raus mit euch, Jungs. Die Water Pure Dinger. Water Pure Dinger? Okay. Klingt sie irgendwo gelb? Nö. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte davon zwei oder drei auf Tasche gehabt vor ein paar Folgen noch. Und die werde ich irgendwo reingeschmissen haben. Die wurden dann verbaut. Bis auf halt da. Na gut. Shift links. Machen die jetzt auch das, was sie machen sollen? Ja, machen sie. Shift links. Da fehlt auch einer. Boah. Das ist doch doof. Oh, und grüne Chips kommen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Gucken wir mal kurz, wie das hier aussieht. Robotertechnisch. Immer noch nicht gut genug. Okay, ich tu's. Wobei, das ist vollkommener Schwachsinn, jetzt keine dann zu schmeißen. Wenn wir die Roboter eh alle ersetzen müssen. Und wenn wir jetzt alle 883 Roboter durch blaue Roboter ersetzen würden, dann bräuchten wir auf keinen Fall mehr. Nee, ich lasse das. Warum konnte ich jetzt keine Roboter bauen? So, 8 Stück. Logistikroboter fehlen, ja. Her damit, her damit. Kommt her, ihr komischen Roboter. Und Inventar ist voll. Ja, kleinen Moment. Bau ganz viele davon. Bau ein paar davon. Ja, davon hätte ich auch gerne 3. High Advanced Laser Shotgun, das sind die richtigen, ja. Bau. Schon haben wir Platz. Sehr gut. Stille Roboter. Da. Raus mit euch. Goodie, goodie, goodie. Aber ja, es läuft trotzdem nicht so wirklich flüssig, wie ich mir das gedacht habe. Also wir sind doch wohl noch anscheinend etwas vom High-End-Bereich entfernt. Aber arbeiten wir dran, ist kein Problem. So, hatte ich hier unten irgendwas geplant oder kann ich hier einen Solarpark hinbauen? Denkt es okay. Haben wir dafür ein Muster? Also wegen den Lampen, die werden wahrscheinlich im Weg sein. Und das Muster geht gar nicht auf. Oder? Doch, geht auf. Okay, wir müssen nur das so weit bauen. Das ist okay. Ich mag das Geräusch von platzierten Gebäuden. Die schön dumpf. Okay, was machen wir mit den Zwischendingern hier? Da passen die wahrscheinlich nicht rein, ha? Huh? Aber da kann ich die tollen neuen Akkus reinpacken. Öl ist okay. Muss ich mich auch irgendwann darum kümmern. Ich muss mich um so viel kümmern. Was für eine Fabrik warst du? Und warum willst du Zeug? Ich glaube, du warst mal für die Produktivitätschips gedacht. Sehr komisch. Die da. 6 Stück. Das ist mau. Das ist echt mau. So. Es geht nicht auf. Ich hatte was richtig Tolles letztes Mal. Aber ich glaube, ich hatte letztes Mal auch keine
Lampen in der Mitte gehabt. Kann das sein? Ich glaube schon. Weil dann geht es auf. Okay, das heißt, die Mitte von dem Solarpark ist ja nicht beleuchtet. Also das, ne? Lichtenergieumwandelgebiet wird im totalen Dunkeln sein, wenn es Nacht ist. Das macht auch Sinn, weil ja kein Licht da ist. Ja, so brauche ich das dann weiter auf. Ist okay. Ihr habt alle Licht, ist okay. Was noch? Tungstenmauern werden bald gesetzt. Der Drill ist da. Den sollte ich mal hier unten hinpacken, damit ich ihn besser sehen kann. So. Und Fünfer-Drill. Der ist immer so ein bisschen problematisch, ne? Genau, weil wir dafür Rubber brauchen. Und für Rubber müsste ich dann mal in den Tree Farm Mod genauer reingucken. Und da habe ich momentan ehrlich gesagt nicht so den Nerv zu. Also lassen wir erstmal alles, wie es so ist. Ich wollte töten. Haben wir genug Muni inzwischen? 3 Magazine. Könnte reichen. Problem ist nur, es wird schon gleich wieder dunkel. Aber das schaffe ich, ja? Ist ja nur eine kleine Basis. Laufen wir mal rein, piu-piu ein bisschen, dann ist gut. Wobei ich auch dran arbeiten sollte, das Ding hier weiter auszubauen, weil wir sind bei weitem noch nicht fertig. Oh, die Basis wollte ich doch eigentlich stehen lassen, oder? Also ich weiß, ich hatte am Ende der vorletzten Folge gesagt gehabt, dass ich das Ding hier kaputt mache, um denn hier eine Bahn dahin fahren zu lassen. Aber das ist eine echt schicke Basis, weil sie uns durchgehend angreift. Das da wäre auch eine schicke Basis wegen Kristallen. Aber so ein richtig, richtig großes Eisenfeld. Naja, das ist schon ein relativ großes bei uns nah dran. Außer da, ja. Ja, ich lass die leben. Die benutzen wir dann echt später als Farm. Dass wir da drumherum Mauern bauen und Türme. Und die Türme schießen so, dass sie alle Viecher zerschießen, aber nicht die Spawner. Und so haben wir durchgehend Viecher, die wir schnappen können. Okay. Wie schaut's hier aus, wo ich gerade hier bin? Mach ein bisschen Licht. So. Der See hier kann eigentlich weg, oder? Brauchen wir das Wasser nochmal? Ja, Strom wird problematisch, aber ich bin ja auch gerade dabei, ne, die tollen Stromsachen zu entwickeln. Also bessere Boiler, bessere Engines und so weiter. Also ich glaube nicht, dass ich das Ding jetzt noch ein drittes Mal irgendwo aufbauen muss. Zweimal sollte eigentlich echt reichen. Und im Notfall kann ich jederzeit auch Wasser erstellen. Es gibt ja auch das Gegenstück zu dem Landfill, dieses Sprengding. Eigentlich sollte hier so ein Sprengding sein. Sprengding? Ah, da ist das Sprengding unter den Waffen. Shape Compression Bomb. Braucht Wasser. Okay, also man braucht Wasser, um Wasser zu machen. Also ja, das Ding könnten wir jederzeit nutzen, um so ein Wasserbecken zu machen für noch mehr Stromverarbeitung. Alternativ könnte ich einfach ein kleines Feld schon mal vorbereiten. Wobei, nee, wir haben bald unsere Solarparks. Ich vertraue einfach darauf, dass es okay ist. Das heißt, wir könnten das jetzt machen? Oh, reicht nicht. Okay. Dann halt ein etwas kleineres Gebiet. So. Flupp. Wir müssen anfangen. Und hier kommen dann überall Solarzellen hin. Und Ruheportabdeckung. Und Bäume weg und all sowas. Halt Anpassung an unser Muster. Du da. Gut. Die Kohle hier hätte ich später auch ganz gerne weg. Warum denn nicht jetzt schon? Gute Frage. Weil kein Strom und keine Roboabdeckung, ne? Ja, das ist eine gute Erklärung. Wobei, wo ich das Feld hier gerade sehe,